Hallo meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet genauso ein schönes Wochenende wie wir. Wir durften nämlich am Freitag Per von Sabaton interviewen und natürlich wird es dazu auch noch ein Video geben. Das kommt allerdings ein bisschen später. Am Freitag ist aber auch noch das neue Album von Rammstein erschienen. Klar, wir wollen natürlich im Video heute drüber sprechen, wie das Album so ist, was wir gut und was wir vielleicht weniger gut fanden, aber wir wollen auch mal beleuchten, wie Rammstein jetzt 2019 zurück auf die Bildfläche gekommen ist. Also unbedingt dranbleiben und viel Spaß dabei. Nun, wir wollen auch gar nicht erst auf jedes einzelne Lied eingehen. Es gibt ja mittlerweile richtig viele Reviews. Es gibt sehr gute Reviews, es gibt dann auch wenige gute. Und ihr hattet garantiert auch in den letzten 2 Tagen euch schon mehrmals das Album anhören können, so dass ihr im Grunde schon wisst, worum es geht. Wir wollen uns heute eher mehr mit den Texten auseinandersetzen, beziehungsweise mit den Stilmitteln, die die Band da drin verwendet hat. Oh, und die Texte sind wirklich ganz, ganz großes Kino. Ich liebe Puppe. Puppe ist für mich einfach nur ein Meisterwerk. Das ist so wunderschön aufeinander abgestimmt und auch vom Text. Und es sind einfach nur schöne Metaphern drin, wie zum Beispiel Daunenbeet. Finde ich wunderschön für Bett einfach. Und dann oder diese dunkle Wolken, die am Himmel ziehen, so eine düstere Stimmung. Und die Story dazu, das ist abgefahren. Das ist wirklich wahnsinnig gut, sehr, sehr künstlerisch. Und was mich besonders wirklich fasziniert, ist der Gesang im Refrain. Das heißt, der Gesang ist wirklich diese Wut, diese unkontrollierte Wut von einem Menschen, von einem kleinen Menschen, einem Kind sozusagen, der einfach vor Verzweiflung laut seine ganze Wut ausschreit. Und das gibt Till im Gesang so perfekt wieder mit dieser krächzenden Stimme. Ja, ich finde gerade keine Worte mehr. Ich hab Gänsehaut. Und genau das ruft eben in mir hervor. Der Song ist einfach nur Gänsehaut. Was ich bei Puppe noch sehr, sehr spannend finde, der Text dafür, den gibt es schon länger. Den gibt es nämlich schon seit 2013. Also ich weiß ja nicht, wann Till ihn genau geschrieben hat, aber er ist 2013 in einem seiner Gedichtbände erschienen, in Stillen Nächten. Ist allerdings für den Song leicht abgewandelt worden. Es ging in dem Gedicht um die Mutter und Mutter wurde jetzt durch Schwester ersetzt und dann wurde als Stilmittel noch die Puppe reingenommen. Die gibt es in dem Gedicht so an sich nicht. Was ich im Gedicht besonders spannend finde, ist die letzte Passage. Die werde ich euch jetzt nicht verraten, aber die spielt nochmal eine ganz andere Sichtweise da rein. Und deswegen finde ich das einfach so, wow, krass. Und dass auch sowas eben über so lange Zeit einfach so ein Reifungsprozess ist sozusagen. Ich finde vor allem spannend den Song Ausländer. Gerade wenn man den Titel hört, könnte man ja in der aktuellen politischen Lage wieder davon ausgehen, so, ja, es ist ein weiterer Song, in dem sich einfach nur über Ausländer beschwert wird. Aber dem Ganzen ist ja gar nicht so. Und das finde ich halt so interessant. Dieser Titel ist natürlich was, wo man Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, aber der Text behandelt was ganz anderes. Und ja, es ist sehr spannend, dass in dem Lied behandelt wird, dass mehr oder weniger wir ja auch Ausländer sind, wenn wir in andere Länder reisen. Und dadurch, dass sich ja das Thema Liebe und Sex ja durch das Album zieht oder in vielen Songs verarbeitet wird, finde ich es sehr spannend, dass man dieses Thema Ausländer so aufgreift und mal auf den ganzen Sextourismus praktisch bezieht. Mhm. Ne? Weil wenn wir ja in andere Länder reisen, sind wir im Grunde genommen auch Ausländer. So. Wir sind nichts anderes als ja, fremde Menschen, die dieses Land besuchen und vielleicht der Sprache auch noch nicht ganz so mächtig sind in dem Sinne gesehen. Das ist dann in der letzten Passage. Komm mit, ich mach dir gut, ne? Genau, da spielt es ja nochmal so ein bisschen drauf an, auf diese sprachliche Barriere oder dass man die Sprache nicht komplett beherrscht. Ich finde, das ist auch sehr krass, weil es so eine Art Spiegel ist wieder, den Rammstein eigentlich Deutschland vorsetzt. So nach dem Motto,
Leute, ihr beschwert euch andauernd über die Ausländer. Es wird heiß in der Politik darüber diskutiert. Es regt sich jeder darüber auf. Aber sind wir Deutschen nun wirklich besser, wenn wir irgendwo anders hinfahren? Ja? Man müsste sich solche Ortschaften mal angucken wie Ballermann, wie Thailand-Touristen, wie Afrika-Touristen. Ja? Wenn die Deutschen irgendwo hinreisen, benehmen die sich wirklich besser? Kein Deutsch. Die nehmen sich einfach, worauf sie Lust haben. Ja? Die geben sich diesem Sextourismus, die saufen, die pöbeln und verhalten sich einfach teilweise wirklich unmenschlich. Und das ist sehr, 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 sehr schlau in diesem Song verpackt, so dass man es eigentlich auf den ersten Blick auch gar nicht erkennt. Genau, im Grunde genommen sollte man sich einfach mal an die eigene Nase packen. Oh, ich glaube, jeder von uns, ich möchte mich da auch gar nicht ausschließen, weil es gibt immer wahrscheinlich mal Momente und Situationen, wo man nicht so ganz super reagiert hat. Aber einfach mal an die eigene Nase packen, bevor man sich über ein Thema aufregt. Richtig. Dann haben wir auch solche Stilelemente wie zum Beispiel Sprichwörter, die verdreht werden, und zwar bewusst verdreht werden. Und das, was diese Sprichwörter dann wieder an Bedeutung gewinnen, das finde ich auch äußerst interessant. Und zwar geht es um das Lied Tattoo. Da haben wir ja dieses Sprichwort, was wir alle kennen: Wer schön sein will, muss leiden. Aber nein, im Song ist es umgedreht. Wer schön sein muss, will leiden. Und das hat für mich eine ganz andere Bedeutung, denn da geht es wirklich um Oberflächlichkeiten, ja? Schönheit als Oberflächlichkeit. Man macht es, um sich mit anderen vergleichen können, ja? Ich zeige dir, du zeigst mir und so weiter. Und man trägt auch irgendwo seine gesamte Persönlichkeit nach außen, wie dieses Brief in Worten als Tätowierung, ja? Und diese ganzen Erinnerungen, diese persönlichen Bilder, die kehrt man nach außen einfach nur, um seine gespielte Persönlichkeit darzulegen. Social Media kann man eigentlich ganz hervorragend daraus erkennen, finde ich. Ja, dass uns Deutschland besonders gut gefallen hat, dazu haben wir ja schon mal was gesagt. Wir haben uns auch letztens das Video von Redefabrik dazu angeguckt. Er hat ja den Text dazu auseinandergenommen. Genau, kann man sagen. Sprachfehler Deluxe. Ja. Wir verlinken euch das Video auch nochmal unten in unsere Infobox. Da könnt ihr selber reinschreiben. Ja, jetzt wird es aber bunt. Reinschauen. Ja, da wird nochmal ganz deutlich, finde ich, wie viel wirklich Rammstein in Worte setzt, um sich auszudrücken und was man halt wirklich alles da reininterpretieren kann. Was sich aber wie ein roter Faden durch das gesamte Album zieht, ist die Kontroverse. Die finden wir in jedem Text wieder. In Deutschland zum Beispiel, da haben wir die Vaterlandliebe, die wir aber nicht geben können. In der politischen Sache, im Radio zum Beispiel. Wir wollen die Freiheit haben, wir wollen die Meinungsfreiheit vor allem haben, werden aber von der Politik unterdrückt. Auch das religiöse Thema, natürlich. Man hat etwas, woran man glauben möchte, und aber auch unter diesem Deckmantel passieren so viele schlimme Sachen. Und ja, die 10 Gebote besagen eigentlich, wie man sich als Mensch zu verhalten hat, gerade im Christentum, aber daran wird sich nicht gehalten. Oder wenn wir darauf eingehen, beispielsweise auf den Song Sex, das ist etwas Schönes, man möchte es haben, aber doch findet man es irgendwie widerlich. Und genauso findet man auch diesen Gegensatz bei Puppe. Auf der einen Seite hat man dieses unschuldige, naive Kind und auf der anderen Seite hat man die Prostitution der Schwester. Und genauso findet man die Gegensätze auch bei Was ich liebe oder im Diamant und auch bei Haloman. Da haben wir wieder diese Unschuld und auch diese Hässlichkeit der Tat. Und auch musikalisch gesehen, finde ich, ist die Band deutlich melodischer und vor allem elektronischer geworden. Mhm. Also man kann Einflüsse von N. Clark raushören, von Kraftwerk. Und gerade wenn man sich mal den Song Sex anschaut, da dachte ich so, statt Till hätte da jetzt auch Rob Zombie singen können. Ja, genau, so mit dieser Melodie. So. Ja. Das hat mich echt voll an Rob Zombie erinnert. Nun, unser Fazit zu dem Album: Es ist ganz, ganz großes Kino. Inhaltlich finde ich sehr, sehr spannend. Es ist alles aufeinander abgestimmt. Und für mich
geht es eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. Rammstein sehen den Menschen als ein Tier an und das sind die Triebe, die wir haben. Das sind aber auch die Einflüsse, die wir mitnehmen. Aus der Geschichte, aus der Politik, aus der Religion und dann auch natürlich die Kindheitstraumen, die einen zu einer Person prägen, zu einem Charakter prägen. Und dann sind es unglaublich viele Sachen, die man darin wiedererkennen kann. Das finde ich sehr, sehr spannend und interessant. Ich muss auch sagen, im Grunde genommen sind es so diese drei großen Hauptthemen, durch die halt ein Mensch im Laufe seines Lebens geprägt wird. Hass, Liebe, Sexualität, das sind ja Dinge, mit denen man eigentlich tagtäglich zu tun hat, mit denen man Erfahrungen sammelt und dadurch ja, wie du schon gesagt hast, seine Persönlichkeit entwickelt. Nun kommen wir auch zu dem Artwork an sich. Ich finde die Idee mit dem Streichholz einfach genial. Es ist nämlich, Rammstein spielt ja mit diesem Symbol Feuer, ja? Und hier haben wir sehr minimalistisch auf dem Cover einfach nur ein kleines Streichholz, was allerdings nicht brennt. Und dieses Streichholz, das müssen wir selbst zünden. Wir müssen uns selbst unsere Gedanken zu diesem Album machen. Wir müssen uns selbst die Gedanken dazu machen, wie es dann menschlich sich weiterentwickelt, mit der Thematik sich weiterentwickelt. Und wir haben eigentlich dieses kleine Streichholz in der Hand und sind dann eben dazu gefordert, das zu zünden. So sehen wir das zumindest und so ist unsere Interpretation des Covers. Ja, wir haben uns die Special Edition gegönnt, denn gerade heutzutage in der Zeit, wo immer weniger CDs gekauft werden, finde ich das toll, wenn doch noch so spezielle Editionen rausgebracht haben. Und ich finde, das ist Rammstein mit dieser Special Box echt gut gelungen. Vor allem dieses Pappfolder mag ich, das kann man nämlich aufklappen, wenn ich das jetzt hinbekomme. So, muss mir glaube ich kurz helfen. Ja, warte, ich halte es hier. Finde ich das echt toll gemacht, weil man eben, wenn man das einmal komplett aufklappt, wirklich halt die Porträts von allen Bandmitgliedern drin hat. Und wenn man das... Was zu den Porträts noch zu sagen ist, die sind alle in einer Ecke. Und da kann man wieder so ein bisschen reininterpretieren, ja. Ist es jetzt die Schemecke oder sind die jetzt in die Ecke gedrängt? Ne? Ist auch wieder so ein bisschen was zum Nachdenken. Lässt Freiraum zum Interpretieren, genau. Und vor allem, wenn man das ganze Album jetzt mal rumdreht, finde ich auch wirklich dieses ein richtiges Kunstwerk. Die Spiegelung. Genau, die Spiegelung. Auf der einen Seite nur die Schuhe, die man hat und praktisch dann die Spiegelung der Person, ja. Der Pfütze, genau. Ich finde vor allem, die Bilder könnten durchaus in einem Museum hängen. Also es ist ja einfach nur künstlerisch wirklich hochwertig umgesetzt. Genau, und ich finde, so eine Box ist halt auch nichts, was man sich einfach nur dann irgendwie in den Schrank wegpackt, sondern ich finde, es ist einfach auch ein schönes Accessoire, halt, was man sich wirklich aufstellen kann im Wohnzimmer, weil es einfach auch toll aussieht. Also meine persönlichen Favoriten sind Deutschland, Zeig dich und Puppe. Die drei finde ich großartig. Wie ist es bei dir? Ich stimme dir bei zwei Songs überein. Also Deutschland und Puppe sind auch meine Favoriten. Mhm. Aber ich muss sagen, bei mir hat es Ausländer jetzt noch mit in die Top 3 geschafft sozusagen. Aber das war natürlich noch nicht alles, was wir dazu zu erzählen haben. Denn wir wollten ja auch die ganze Marketingstrategie im Vorfeld beleuchten. Nun, angefangen hat das Ganze ja mit dem Trailer zu Deutschland und einem riesigen Skandal. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich finde, da haben die Band auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja, es wurde spekuliert, worum es denn nun geht und. Und es war eigentlich die beste Promotion, die man sich wünschen konnte. Ja, einfach mal einen Skandal hervorrufen. Das Video zu Deutschland ist... Meiner Meinung nach ist es das Beste, was ich von Rammstein überhaupt an Videowerken gesehen habe. Bisher. Bisher, ja, man weiß ja nie, was kommt, ne? Bisher. Daraufhin hat die Band ja dann immer so kurze Snippets veröffentlicht. Also hauptsächlich konnte man dann halt so die Musik, Gitarrenriffe hören. Und ja, beim ersten Snippet dachte man sich vielleicht noch, ah, ja, cool. Aber es wurden dann wirklich so peu à peu immer mehr Snippets veröffentlicht. Und ja, ich fand, es war auch wirklich schwer, da jetzt raus was zu erkennen. Ein bisschen überflüssig. Und, ja, meiner Meinung nach auch. Und ich finde, man hat auch gesehen, dass so die Zugriffszahlen der User auch von Snippet zu Snippet nachgelassen hat. Und ja, wahrscheinlich entweder haben die User das auch nicht so richtig verstanden oder das Interesse daran ist dann einfach verloren gegangen. Also ja, unserer Meinung nach war das einfach so ein bisschen Daumen runter.
Dann haben sie was Ähnliches gemacht wie bei Deutschland. Die haben nämlich einen Trailer zu Radio veröffentlicht. Meiner Meinung nach war der komplett sinnlos. Klar, man konnte das Ganze auch nicht mehr auf derselben Ebene halten, auf demselben Niveau. Und man konnte nur so ein bisschen die Stimmung erahnen. Ja, okay, es ist schwarz-weiß, was kommt da jetzt? Fand ich jetzt aber so persönlich nicht unbedingt interessant. Ja, dann kam ja die Aktion, dass Rammstein das Video an einer großen Hauswand in Berlin präsentiert hat, an einer sehr, sehr großen Kreuzung. Und zeitgleich wurde das Lied sozusagen im Radio das erste Mal gespielt. Das ist eigentlich auch ein sehr cooler Gedanke, dass man sozusagen das Lied draußen frei präsentiert. Nur schade fand ich, ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen untergegangen ist, dass das dort präsentiert wird. Nun zum eigentlichen Video von Radio. Da finde ich bemerkenswert, dass YouTube ein Auge mal zugedrückt hat im Sinne von, Nippel, die man so im Video sehen konnte mehrere Male. Da finde ich aber sehr, sehr spannend. Nun kann man natürlich sagen, oh ja, Rammstein, die können sich aber auch alles erlauben. Nein, denke ich nicht, denn ich denke viel eher, da konnte YouTube unterscheiden zwischen, sexuellen Ansichten und künstlerischer Freiheit. Tja, wie fanden wir das Video denn eigentlich? Ich fand es gut, es war allerdings natürlich auch nicht dasselbe Niveau wie Deutschland. Da war man jetzt in einer ganz, ganz hohen Erwartung und die musste man dann ein bisschen runterschrauben. Es war aber ein sehr solides, gutes Rammstein-Video und spannend fand ich am Ende diese Hologramm-Geschichte. Ja, aktuell fährt ja der Rammstein-Truck sozusagen durch Deutschland. Der ist am Freitag in Berlin gestartet und der hat sozusagen auf der Ladefläche hinten auf dem Anhänger das Streichholz drauf. Und das Streichholz, ach ja, wiegt auch mal so schlappe 1,5 Tonnen ungefähr. Ist ja, kann man zumindest nicht klauen. Eben. Nun, angekündigt wurden allerdings 5 Videos, das heißt, es warten noch 3 Videos. Ich persönlich würde mich ganz besonders über Puppe freuen und Zeig dich fände ich auch sehr, sehr interessant. Also ich glaube, da könnte man wirklich schön videografisch dann eben das Ganze umsetzen. Vor allem, man kann ja schon munkeln, vielleicht ist Zeig dich sogar dabei, denn ich habe gesehen, dass Rammstein unter anderem ja Bilder veröffentlicht hatte von einer Videoproduktion, wo Frauen in Nonnenkostümen gezeigt wurden. Und das passt ja thematisch eigentlich zu dem Song. Also, das ist cool, das wusste ich gar nicht. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Wären wir wieder bei einer Promo-Aktion. Am Ende des Tages bleibt natürlich der Gedanke, ja, wie weit haben sich Rammstein 2019 überhaupt präsentiert? Was hat sich jetzt verändert? Und was sind die Erwartungshaltungen von dem Album überhaupt oder zum Album? Also ich muss sagen, wenn man das Ganze musikalisch betrachtet und textlich betrachtet, hat sich Rammstein auf jeden Fall weiterentwickelt. Oh ja. Wir haben das ja vorhin schon kurz angesprochen. Es ist melodischer und elektronischer geworden. Mhm. Wenn man jetzt die ganze Marketing- und Promo-Aktion betrachtet, ja, natürlich, es hat sich wieder in die Medien gespielt, es wurde aufgepusht, aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, Rammstein ist halt auch einfach ein Meister und weiß sich zu präsentieren und weiß zu provozieren. Auch, genau, weiß zu provozieren und weiß auch ganz einfach, was halt Verkaufszahlen ankurbelt und was nicht. Ja, ist ein nettes Spiel mit den Medien. Mhm. Wir finden dieses Album wirklich großartig. Für mich ist das ein Konzeptalbum ohnegleichen. Und ich finde die Entwicklung wirklich sehr, sehr gut. Mag sein, dass nicht jeder diese musikalische Entwicklung vielleicht mögen wird, weil viele auch sagen werden, typisch Rammstein ist das nicht mehr. Ja, durchaus. Aber da ist dann auch nochmal die Frage. Hätten sie jetzt wieder was musikalisch auf die Beine gestellt, wie es früher war, hätte man wahrscheinlich gesagt, ist ja eh nichts Neues, ist ja mal wieder typisch Rammstein. Deswegen finde ich diese Veränderung eigentlich wirklich sehr gelungen. Ja, wir sind jetzt natürlich gespannt, wie ihr das Album so findet. Wir fanden das letzte Mal die Diskussion mit euch schon so toll. Deswegen, schreibt uns doch mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Oder eure Interpretation, was ihr euch dabei denkt, was das Ganze überhaupt zu bedeuten hatte. Auf jeden Fall bitte nicht vergessen, den Like-Button sanft zu streichen. Der freut sich da jedes Mal drüber. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.